Sie müssen hier heute unbedingt 3 Punkte einfahren, um Punktegleichstand zu erreichen. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an, setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Da kommt der Schuss. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Und Cuadrado. Ja, Touré jetzt. Oh, klasse, den spielt er mit der Hacke. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Eines ist klar, wenn er auf dem Platz steht, dann dreht sich alles um ihn. Die Rede ist von Zlatan Ibrahimovic. Der Meister. Ja, ganz ehrlich, der Schwede ist unumstritten einer der besten Spieler der Welt, Wolf. Und langweilig wird sowieso Ibrahimovic. Wunderbar platziert der Ball. Und Nemec schlägt ein. Und der Treffer hier vom Captain. Da übernimmt er die Verantwortung und ist selbst erfolgreich. So musst du als Kapitän auftreten. 10 Minuten hat es gedauert bis zum ersten Treffer. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Sehr gut aufgepasst. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Nun Santi Cazorla. Bradley. Freistoß ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Jetzt haben sie den Ball verloren. Das könnte gefährlich werden. Da geht er dazwischen. Und jetzt Yaya Touré. Jetzt Cuadrado. Einwurf, der Ball war draußen. Und schon ist der Ball weg. Sie suchen die Lücke. Spielt den Ball direkt zurück. Niang. Ganz stark abgeblockt. Jetzt gibt es hier eine Ecke. Jetzt Salvio. Cedric. Er schießt. Oh, das wäre fast der Ausgleich gewesen. Aber er macht ihn nicht und sie liegen weiter mit einem Treffer hinten. Und Cuadrado. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Dani Alves jetzt am Ball. Touré. Ibrahimovic am Ball. Mukanjo. Und damit sind sie am Ball. Touré. Barcelona mit dem Angriff. Und da verlieren sie den Ball. Jetzt Salvio. Mukanjo. Da gewinnt er den Zweikampf. Und Dani Alves. Bradley. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Keine andere Option für den Referee. Player. Mukanjo. Sie lassen den Ball gut laufen. Niang.
Jetzt der Schuss. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Und ja, Touré. Santi Cazorla. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Jetzt könnte was über Ibrahimovic gehen. Bradley. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Savio jetzt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Und Dani Alves. Ibrahimovic jetzt. So, jetzt Barca am Ball. Da kommt der Schuss. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Niang. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Yannick Bolasie. Player. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Da kann er ihn stoppen. Jetzt vielleicht. Mit dem Zuspiel sucht er Ibrahimovic. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1. Das Spiel geht weiter. Momentan liegt Barca vorne. Bradley. Wird's jetzt gefährlich? Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Gut verteidigt hier. Dani Alves jetzt am Ball. Da geht er gut dazwischen. Und Salvio. Clea. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Wird das eine Torchance? Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse! Sauber vom Ball getrennt hier. Mukanjo. Findet den Mitspieler. Und Santi Cazorla. Das könnte gefährlich werden. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Ball bei Ibrahimovic. Bradley. Den Ball kann er abfangen. Mukanjo spielt den Ball direkt zurück. Da passt er auf. Victor Valdes. Jetzt Salvio. Das könnte die Chance werden. Juan Cuadrado jetzt. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. CDB. Niang. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Gut in den Lauf gespielt. Er war noch dran, gibt Ecke.
Und da verlieren sie den Ball. Niang. Ganz stark abgeblockt. Und Dani Alves. Da trennt er ihn vom Ball. Niang. Das könnte eine Gelegenheit werden. Yannick Bolasie. Nun Ibrahimovic. Touré. Der FC Barcelona bekommt den Freistoß. Wir sehen hier gerade die Ballbesitzstatistik eingeblendet, Buschi. Ja, ziemlich ausgeglichen und passt so im Großen und Ganzen auch zum Spielverlauf. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt die Chance. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Ein guter Doppelpass. Nun Cuadrado. Jetzt müssen sie aufpassen. Sie suchen die Lücke. Und jetzt die Chance. Und Tor! Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Da hatte er am Ende überhaupt keine Probleme, hier das Tor zu machen, Buschi. Nee, viel wichtiger waren die Pässe vorher und dann ist er ganz frei und das macht er dann eben. Jetzt steht es 2:0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt liegt's vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln, sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Mukanjo. Jetzt kommt der Schuss. Der Ball ist draußen. Eckball gegen den FC Barcelona. Da zieht er ab. Da geht er dazwischen. Yannick Bolasie. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Touré. CDB. Da trennt er ihn vom Ball. Villena. Krejci. Und den spielt er gleich wieder zurück. Er nimmt ihm den Ball ab. Fairer Einsatz hier. Villena. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Das könnte gefährlich werden. Sieht gut aus, der Pass kommt. Da passt er auf und hat den Ball. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Pablo Sarabia. Jetzt der Schuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Wieder verhindert er den Gegentreffer. Ein ganz starker Auftritt. So kann es gehen. Sie sind optisch überlegen, haben auch, das sehen wir hier gerade, häufig aufs Tor geschossen. Aber trotzdem können sie nicht. Ja, ist ja klar, Wolf. Du musst die Dinger machen. Du musst die Chancen nutzen. Und das war's. Der FC Barcelona.